Mein Name ist Gabriel Brennauer, ich bin der Geschäftsführer der Deutschen Gas-, Industrie- und Handelskammer. Neben mir sitzt Herr András Sávos, hier nicht als unser Präsident, sondern als Geschäftsführer der Knorr-Bremse in Ungarn und hier nicht bei uns in unserem kleinen improvisierten Studio, Frau Dr. Marie-Therese Thiel. Sie wird dann unseren Spezialisten und ersten Gast heute interviewen. Ich habe hier mehr die Aufgabe, in diese ganze Reihe und diese Veranstaltung einzuführen und ein paar grundsätzliche Dinge zu sagen darüber, was unser Netzwerk digital ist und was seine Ziele sind und ein bisschen zum Hintergrund dieser Veranstaltung etwas zu sagen. Netzwerk Digital, wir sind hier fünf Partner, kann man hier die alles deutschsprachige Wirtschaftsorganisationen in Ungarn, also aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sind stolz, eine ganze Reihe von Unterstützern zu haben. Darunter die Botschaften der drei Länder, Deutschland und Schweiz, viele Universitäten, Schulen, Institute, politische Stiftungen und auch das IPM, also praktisch das Innovations- und Wirtschaftsministerium in Ungarn. Und viele weitere Informationen dazu finden Sie natürlich auf unserer Homepage www.netzwerkdigital, alles zusammen in einem Wort.au. Ziel dieser Initiative Netzwerk Digital ist zum einen, Unternehmen hier für künftige Herausforderungen zu sensibilisieren, eine Plattform zu schaffen für einen Erfahrungsaustausch und auch Expertenwissen und praktische Lösungen zu vermitteln. Und das Ganze soll auch dazu beitragen, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen in Ungarn und damit letztendlich auch den ganzen Standort Ungarn, den Wirtschaftsstandort Ungarn stärken. Wenn wir kurz zurückblicken, unser Netzwerk Digital gibt es jetzt seit knapp 2 Jahren. Wir wurden im Februar 2019 gegründet. Wir hatten eine Reihe von Veranstaltungen. Hier 2019 haben wir 8 Veranstaltungen gemeinsam gemacht. In 2020 13 schon zusammen mit unseren Partnern angeboten. Beides mal mit mehreren 100 Teilnehmern. Und eine der Highlights war natürlich unsere große Konferenz, die wir im 2019 machten, die Zukunft Future Made in Central Eastern Europe, hochkarätig besetzt. Auch hierzu finden Sie reiche Informationen auf unserer Homepage. Die Schwerpunkte, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, sind im Wesentlichen 3 Dinge. Zum einen das große Feld E-Health, zum zweiten das Thema E-Government und zum dritten eben diese Interviewreihe, die wir heute starten. Das Konzept dieser Reihe ist, Informationen aus erster Hand zu geben und wir wollen interessante Persönlichkeiten aus interessanten Unternehmen hier vorstellen, die Erfahrungen teilen mit Ihnen als Zuschauer und auch die Möglichkeit zur Interaktion, also sprich auch Fragen aus dem Publikum zu geben. Der Aufbau der Veranstaltungen ist relativ gleich, also es gibt eine kurze Einführung und Vorstellung der Gesprächspartner, ein Live-Interview, die Möglichkeit zu Fragen und Antworten, dort wo es möglich ist, auch das Einspielen vielleicht von einem kurzen Video und eben, wie gesagt, die Fragen aus dem Publikum, dann zum Schluss nochmal ein bisschen Dank, Abrundung und die Ankündigung der nächsten Veranstaltungen dieser Reihe. Das mache ich aber dann ganz zum Schluss unserer Veranstaltung. Hier nur noch mal ein kurzer Hinweis. Also diese
Veranstaltung wird aufgezeichnet und wir werden sie dann später auf der Homepage hier einstellen, sodass auch für diejenigen, die heute vielleicht keine Gelegenheit hatten, dabei sind, dass die diese hoffentlich sehr, sehr spannende Unterhaltung sich dann später auch nochmal anschauen können. Ja, vielleicht so viel von meiner Seite. Jetzt würde ich gerne dann das Wort an Frau Dr. Thiel geben, die jetzt ja heute sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, unseren Ehrengast und Spezialisten zu interviewen. Bitte, Marie-Therese, du hast das Wort. Ganz herzlichen Dank, Gabriel, für diese herzliche Einführung. Mein Name ist Marie-Therese Thiel und ich spreche heute mit Andra Scharras, CEO Knorr Bremse. Und wir möchten dich als Unternehmenspersönlichkeit interviewen zu deinen ganz konkreten Erfahrungen mit der digitalen Transformation in deiner Gesellschaft. Und deswegen meine erste Frage an dich: Wo steht Knorr Bremse in der digitalen Transformation, gruppenweit, aber auch lokal in Ungarn? Also dann, ich möchte auch alle begrüßen von meiner Seite. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann. Also ich bin sehr froh, dass auch Frau Zollmann ist mit uns. Ja, hallo. Also ja, also Knorr Bremse. Also dann als CEO in Ungarn von Knorr Bremse haben wir unsere Erfahrungen schon in Ungarn mit Thema Digitalisierung, aber natürlich haben wir schon viele Themen auch weltweit in der Gruppe. Also Knorr Bremse Ungarn hier in Budapest, eigentlich gibt es zwei Standorte. Einmal sind wir als Schienenfahrzeug, wir sind verantwortlich für Schienenfahrzeuggeschäft hier in Ungarn und gibt eine andere Tochtergesellschaft spezialisiert auf Nutzfahrzeuge. Jetzt repräsentiere ich Schienenfahrzeuge hier in Ungarn. Also wir sind ein Produktionsunternehmen und auch ein Entwicklungsstandort. Also dann, wenn ich um Digitalisierung rede, natürlich kann ich über diese zwei Themen sehr viel reden, aber natürlich kann ich auch sehr viel über die weltweit passierenden Projekte auch dann ein bisschen reden. Dann erstmal, dann würde ich ganz gerne über Ungarn jetzt reden. Bei uns in der Produktion, also haben wir viele, viele Initiativen im Thema Digitalisierung. Dann erstmal haben wir schon seit 2-3 Jahren unser eigenes Programm mit Industrie 4.0. Also und hier haben wir viele, viele Projekte hier. Ich kann auch ein sehr gutes Beispiel jetzt geben. Also dann wir vorletztes Jahr haben wir angefangen mit einer Software zu arbeiten. Diese Software sammelt Daten in unserem Werk. Also wir haben in Ungarn, hier in Budapest ungefähr 72 CNC-Maschinen. Ja? Und wir produzieren Bremsen, also wirklich schwere industrielle Teile. Und dazu dann haben wir diese CNC-Technologie, wir dann bearbeiten die Aluminiumteile und auch die anderen Teile von anderen Metallstücken. Also hier diese CNC-Maschinen, von diesen CNC-Maschinen, dann sammeln wir die Daten ja seit 2-3 Jahren schon zusammen und daraus erstmal haben wir da so angefangen, dass wir eigentlich diese ganze Infrastruktur das aufstellen mussten. Ja, dann wir mussten eigentlich die Maschinen zusammen
bündeln oder zusammenfassen hier, wo und dadurch, durch diese Infrastruktur, diese Softwarelösung können wir viele, viele Daten jetzt schon haben, direkt von dem Prozessor der Maschinen. Ja? Also nicht nur durch ERP-Systeme, sondern direkt von den Maschinen, von den Maschinen her. Natürlich dann parallel haben wir noch viele weitere Ideen dann hatten. Zum Beispiel haben wir Sensoren auf den Maschinen gesetzt. Zum Beispiel dann wir können auch die Vibration der Maschinen dann schon dann wirklich dann messen und können wir diese Vibration Andra, sag uns nochmal, was macht ihr mit den ganzen Daten? Ja, genau. Das ist eigentlich die Frage, das, warum brauchen wir diese Daten? Ja? Eigentlich bei diesen Projekten, wie ich das beschrieben habe, dann eigentlich geht es um immer Optimierung. Ja? Eigentlich geht es um Prozessoptimierung und dann geht es um dadurch natürlich dann Kosteneinsparungen. Ja? Und wie können wir durch diesen Netzwerk oder durch diesen Daten dann wirklich dann Kosten sparen? Eigentlich für 72 Maschinen, ja, die Instandhaltungskosten sind wirklich wesentlich. Ja, dann geht es um jährlich über 100 Millionen orientiert. Und natürlich dann möchten wir erstmal diese Kosten dann weiter reduzieren. Erstmal natürlich möchten wir die Störungen, ja, die dadurch durch irgendwelche Gründen dann bekommen, dann möchten wir reduzieren, weil wir möchten die Ausnutzungsgrad der Maschinen dann weiter erhöhen. Ja. Nur wenn du über diese zwei Aspekte redest, ja, dann nochmal die Frage, dass wir können durch diese Daten diese Optimierung dann leisten. Dann erstmal dann durch Sensoren oder aus den Daten der Sensoren können wir proaktiv viel früher dann feststellen, wenn irgendetwas in der Maschine nicht stimmt. Ja? Also dann viel früher, frühzeitig haben wir diese Zeichen, also und natürlich dadurch können wir schon viel früher präventiv Maßnahmen treffen. Ja, und dadurch können wir diese Ausfälle dann weiter reduzieren. Wenn wir weniger Ausfälle haben, natürlich dann können wir die Ausnutzungsgrad der Maschinen dann erhöhen. Dadurch könnten wir dann Geld sparen, die Kapazitäten, unsere Kapazitäten erhöhen oder hochhalten. Und wenn wir diese Maßnahmen präventiv machen, natürlich, dann diese Maßnahmen kosten viel weniger Geld. Ah, das leuchtet jedem ein. Andras, jetzt hast du uns sehr ausführlich die Produktion beschrieben, die Digitalisierung in der Produktion. Aber ihr seid ja ein produzierendes Industrie. Ihr macht ja Produkte. Wie ist das mit den smarten Produkten? Man hört das ja Land auf Land ab. Wie ist das bei euch in der Produktion? Erstmal nur zwei Sätze über dieses Projekt, was ich dann letztes Jahr das dann geführt habe. Eigentlich letztes Jahr hatte ich eine zusätzliche Aufgabe von der Gruppe bekommen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich letztes Jahr ein Projekt für ganze Knorrense Gruppe führen konnte. Das war unsere weltweit Programm für Digitalisierung, ja, als ein sehr wichtiges Thema bei uns. Und dann haben wir dieses Projekt dann, wie du das gesagt hast, dann wirklich strukturiert. Ja? Dann wie haben wir das strukturiert? Eigentlich, wenn wir über Digitalisierung dann reden, dann haben wir das so verstanden als Knoten, dass
wir über zwei Hauptthemen reden eigentlich. Ja? Wenn ich das vereinfache, ich mag diese Vereinfachung gern, weil dadurch dann versteht man viel besser, worum geht eigentlich. Ja? Das erstmal der Punkt 1, das sind diese Optimierungsthemen. Ja? Themen, die zu Optimierung, zu Themen Optimierung dann gehören. Ja? Was ich dann jetzt eben dann beschrieben habe in der Produktion. Dann haben wir weitere Projekte in Supply Chain Themen, bei Einkaufsthemen, ja, bei allen indirekten Bereichen, ja, bei Finanzthemen, überall, ja. Ja, dann hier geht es um Optimierung, ja. Wie verkürzt man die Durchlaufzeiten zum Beispiel? Wie spart man Geld dadurch, ja, dass wir unsere Prozesse noch digitaler dann gestalten, ja. Das war ein Teil, ja. Das war ein Teil. Dann natürlich dann auch ein super wichtiges Thema hier, die an den neuen Produkten, neuen Geschäftsmodellen gehören. Also, weil aus meiner Sicht diese zweite Säule der Digitalisierung ist wenigstens so wichtig als diese erste Säule, was ich schon beschrieben habe. Und hier haben wir wirklich eine sehr tiefe Analyse gemacht bei Knorr-Bremse zu den Produkten, die wir dann produzieren. Bei Rail-Bereichen auch. Ja. Hier hatten wir ein Reifegrad-Modell zu unseren Produkten und wir haben das festgestellt, dass wir als Knorr-Bremse und unser Produktportfolio sehr gut vorbereitet sind, ja, für Digitalisierung. Natürlich haben wir ein Riesenpotenzial vor uns noch in dieser Richtung und unser Vorstand wirklich dieses Thema wirklich sehr positiv und sehr intensiv vorantreibt. Wie können wir noch zusätzliche Ideen Richtung Digitalisierung zu unserem jetzigen Portfolio reinbringen? Ja? Und ich habe auch ein gutes Beispiel mitgebracht. Und wenn du nicht dagegen bist, dass jetzt könnten wir diese Video dann anschauen. Hier geht es um ein Produkt, eine Softwarelösung, wie kann man Energie in der Züge oder Energieverbrauch der Züge optimieren. Knorr-Bremse provides a digital innovative platform for Railway 4.0. User-friendly applications on a single platform using one onboard computer unit and a back office. Imagine if you could reduce your energy consumption and wear and tear to save money and protect the environment at the same time. Energy consumption is one of the main cost factors and varies depending on a variety of parameters. Depending on track profile and timetable, Knorr Bremse Assist advises the driver to accelerate smoothly, to let the vehicle coast, and to brake gently. This allows the vehicle to be controlled in an energy-efficient way and simultaneously improves punctuality. Knorr Bremse Assist enhances driving and energy efficiencies for passenger and freight operations. The onboard computer unit receives various items of information about the train and track. Driver advice is sent from this to the driver's own tablet. This advice enables the driver to control his train in an energy efficient way. Via a mobile connection, the acquired data is transmitted to the back office. With all these features, Knorr Bremse Assist offers real-time monitoring of the operation, online access to real-time service information,
automated reporting processes, and an update of software and operational data of onboard Knorr-Bremse Assist units. In summary, Knorr-Bremse Assist provides the following benefits. Enhanced reduction of energy consumption by up to 15%, improved punctuality, less wear and tear, and long-lasting operational improvements. This is the flexible, expandable Knorr-Bremse solution for Railway 4.0. Ja, super, das hat sich doch gelohnt, darauf zu warten. Sehr beeindruckend, Andras. Also jetzt haben wir zumindest mal ein ganz konkretes Beispiel für ein smartes Produkt. Absolut. Ja, und denkt ihr noch weiter in der Richtung? Absolut, ja. Das ist aus meiner Sicht, das ist... Das natürlich, Knorr-Bremse bleibt ein Unternehmen, der das nicht nur ausschließlich auf digitalen Lösungen dann weiterarbeitet, sondern auch Hardware und auch Software, ja, alle zusammen, ja. Und das ist natürlich die Richtung, ja, in die Zukunft. Aber dann wir momentan daran sehr intensiv arbeiten, wie können wir unsere Lösungen, unsere Produkte in diese Richtung dann weiterentwickeln. Ich bin sehr stolz auf diese Lösung, auf diese Software. Eigentlich dann hatten wir in Ungarn mit unseren amerikanischen Kollegen, ja, in einer Zusammenarbeit dann programmiert. Und weil die Grundidee kam erstmal aus Amerika und aus Australien. Dort findet man wirklich diese riesig lange Güterwagenketten, mit keine Ahnung, mit 1-2 Meilen lange Züge. Durch den Kontinent, die durch den Kontinent dann laufen, und dort natürlich auch der Energieverbrauch ist wirklich ein super wichtiger Punkt. Das ist ein Punkt der Wettbewerbsfähigkeit. Ja? Und dann unsere Kollegen haben nachgedacht, dass wie könnte man wirklich diese Energieverbrauch dann weiter optimieren, wie können wir den Energieverbrauch dann reduzieren und dann mit den Amerikanern, natürlich mit unseren Münchner Kollegen zusammen hier in Budapest, dann das Konzept dann zusammengestellt und letztendlich haben wir das hier in Ungarn realisiert. Hier in Ungarn haben wir mehr als 250 Entwickler hier und aus diesen 250 Kollegen ungefähr 100, 120 Software-Ingenieuren dann sitzen hier in Budapest und dann arbeiten auf unseren zukünftigen digitalen Lösungen hier in Budapest. Ja, und das ist ein Produkt von uns. Jetzt habt ihr sehr schön aufgezeigt, wie ihr Energiesparen für eure Kunden in einer Lösung verwirklicht. Hilft euch die Digitalisierung auch im Unternehmen energieeffizienter zu arbeiten? Wo sieht man da Beispiele? Ja, also ja, das erstmal wir denken, dass im Allgemeinen grüner zu werden, ist wirklich ein super wichtiges Thema für Knorr-Bremse weltweit. Ja? Also deswegen erstmal, wie hier dann gezeigt wurde, arbeiten wir auf diesen Lösungen, die wirklich bei unseren Kunden den Energieverbrauch dann reduzieren. Aber haben wir auch unser eigenes Programm hier, das Energieverbrauch zu reduzieren. Zum Beispiel in Budapest arbeiten wir jetzt momentan daran, wie können wir Solarpaneele auf unserem Dach dann installieren. Aber wie kommt das mit Digitalisierung das zusammen? Ja, dann
wir haben eine voll digitalisierte Steuerungsprogramm für unser ganzes Werk hier. Ja? Und dann durch diese Softwarelösung, was wir jetzt momentan haben, können wir auch unsere Heizung, auch unsere, wie heißt das? Kühlung, ja, Kühlung dann im Sommer dann weiter optimieren, ja. Und dann natürlich, dann werden wir durch Solarpaneele auch diese Energieverbrauch dann reduzieren, ja. Also, noch dazu kommt, dann kommen noch weitere Ideen, dann wenn wir schon diese Daten von unseren Maschinen dann haben, ja, wie können wir die Programme dann in Programme der Maschinen, der Maschinen, die unsere Teile dann bearbeiten, ja, wie können wir dann weiterentwickeln, dass auch dadurch, ja, unsere Energieverbrauch zu reduzieren. Ja, das ist auch ein Thema bei uns. Ja, danke schön für die ganz praktischen Beispiele, Andras. Wir haben jetzt sehr viel über Produktion und über Prozesse gesprochen. Ich glaube, aber ein wichtiger Teil in der Digitalisierung sind auch die Menschen. Ich würde gerne noch mal zu dem Bereich Mitarbeiter kommen. Und wie hast du, wie fühlst du als Chef, wie die Mitarbeiter mit dieser digitalen Transformation umgehen? Und gibt es dazu eine Veränderungsbereitschaft? Was sind deine Erfahrungen da? Ja, also dieser Aspekt ist wirklich ein super wichtiger Aspekt. Meine Erfahrung hier ganz eindeutig, dass wenn man wirklich eine solche digitale Transformation dann anfängt, dann muss man wirklich unbedingt sofort ein Change Management dazu haben, dazu planen. Ja, das muss wirklich ernst nehmen, ja, weil eigentlich hier die Bereitschaft der Kollegen ist wirklich ein Schlüsselfaktor. Ohne Enthusiasmus der Kollegen, ohne Ideen der Kollegen, das geht einfach nicht. Ja? Und natürlich, wenn wir schon diese Change Management dann haben, ja, natürlich, dann findet man sofort eine super wichtige Frage. Ja? Wie soll man auch unsere eigene Führungsstruktur, Führungsstil, ja, dann ändern? Das ist eine Schlüsselfrage. Das ist wirklich eine Schlüsselfrage hier. Eigentlich durch digitale Lösungen natürlich, die Kollegen können viel mehr Informationen haben. Durch digitale Initiativen oder für digitale Initiative, dann braucht man wirklich das Know-how der Kollegen. Ohne das einfach geht nicht. Aber wie kann man das Know-how, diese Bereitschaft bei der Kollegin dann aktivieren? Das ist die Schlüsselfrage letztendlich. Und natürlich dann, meine Erfahrung ist, dann müssen auch die Führungskräfte sich ändern, ja, in der Richtung. Ja. Und du hast eingangs gesagt, dass ihr ja ein gruppenweites Projekt, also Knorr-Bremse konzernweit, aufgesetzt habt und dir die Aufgabe als Projektleiter zugekommen ist. Ich weiß, wir haben uns oft darüber unterhalten, dass das auch ziemlich viel On-Top-Arbeit war für dich, ja, oder absolut. Immer noch ist, ja, aber wahrscheinlich ist es auch eine sehr erfüllende Arbeit. Und du kriegst einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Bereiche eures Konzerns. Und siehst du regionale Unterschiede in den Mitarbeitern, in der Veränderungsbereitschaft? Ist das in Ungarn anders als in Deutschland oder noch wieder anders als in anderen Ländern?
Das würde mich interessieren oder wahrscheinlich die Kollegen, die uns zuhören, auch. Ja, also dann, ich kann nur meine eigene Erfahrung, meine subjektive Erfahrung, ja, dann teilen. Ja, dann, das ist wirklich eine super interessante Frage. Also meine Erfahrung war dann überall, ja, überall der Welt, dann in der Welt, ja, die Kollegen waren total offen und waren total froh mit dieser Initiative. Also das heißt, dass sie waren und sie sind sehr positiv damit. Wenn wir über die Themen reden, über den weitere Ideen und Initiative reden, ja, sie sind alle total mit dem Thema, sie sind total positiv, ja, überall der Welt. Aber wenn dieser Change Management kommt, natürlich, dann gibt es schon aus meiner Sicht Unterschiede. Ich kann dann sehr positiv dann sagen, dass wir aus meiner Sicht, das ist meine Erfahrung in Ungarn, ja, in Ungarn eigentlich diese Bereitschaft ist wirklich da. Also dann die Kollegen sehr offen für das Thema, sie wollen auch sich ändern, ja, also sie sehen die Vorteile bei uns in der Produktion ganz eindeutig, sehen sie die Vorteile daraus, dass wir haben unsere ersten Ergebnisse daraus, ja, und fast alle Kollegen wollen in diesen Ergebnissen beteiligt werden, ja, so das heißt, dass in Ungarn habe ich fast ausschließlich positive Erfahrungen. Ich habe sehr viele Erfahrungen auch in Deutschland. Ja. Also dann dort hatten wir ein Team, ja, aus 8 Personen aus unterschiedlichsten Bereichen, aus den 2 Divisionen. Und eigentlich konnten wir viele Themen sehr tief, sehr gründlich besprechen. Und dann konnten wir sehr gute Vorschläge an unsere Chefs und an unseren Vorstand dann weitergeben, die wirklich sehr positiv betrachtet haben. Und ich sehe die Bereitschaft diese Richtung dann weiter. Wir haben ein neues CEO jetzt bei Knorr-Bremse, der für Digitalisierung hundertprozentig engagiert ist. Also dann aus meiner Sicht dieses ganze Thema bei uns dann sehr schnell dann weitergehen wird. Ja. Also als Zusammenfassung, ja, dann ich sehe keine riesigen Unterschiede, ja, unter den Regionen hier. Aber was ich betonen will hier, dass in Ungarn hier haben wir diese Bereitschaft einfach super. Ja? Ich kann das nur teilen, Andras. Ich war ja auch CEO einer Gruppe, die europaweit tätig waren. Und oft waren unsere Projekte vor Ort im Konzern ganz weit vorne und ein Vorreiter. Aber das ist ja vielleicht auch ein Vorteil für Ungarn, diese Veränderungsbereitschaft und dieses schnelle Umdenken, weil im europäischen Vergleich wird das bestimmt in der Zukunft eine große Rolle spielen. Also darin liegen auch enorme, enorme Chancen. Andras, du hast berichtet, dass ihr dieses Projekt angestoßen habt und so wie du mir erzählt hast, ist das ja auch von dem Vorstand mit dem Aufsichtsrat besprochen worden und dann ist das ausgerollt worden in der ganzen Gruppe. Jetzt ist ja nicht jedes Unternehmen so ein marktmächtiges Unternehmen wie Knorr-Bremse und so groß und hat diese Ressourcen. Aber was würdest du denn auch kleineren Unternehmen empfehlen? Also ich sag jetzt mal im Sinne digitaler Reifegrad, ja. Was wäre deine Empfehlung auch an KMUs, wie man vorangehen sollte? Ja, also wie gesagt, dann früher dann sehe ich diese 2 große Säulen der Digitalisierung, ja. Das einmal Optimierung und dann neue digitale Produkte, neue
digitale Geschäftsmodelle. Also ja, natürlich dann meine Empfehlung für KMUs ist, dass das soll man einmal das anfangen. Ja? Das soll man einmal nachdenken und anfangen. Und soll man nicht mit riesigen Aktionen und mit großen Projekten dann anfangen. Soll man wirklich aus meiner Sicht mit kleinen Lighthouse-Projekten anfangen und dann Schritt für Schritt dann weitertreiben. Ja? Das ist eigentlich das, was wichtig ist, dass aus meiner Sicht kann man diese Projekte, diese Optimierungsprojekte durch digitale Lösungen schon ganz mit ganz billigen Lösungen anfangen. Aber dazu braucht man wirklich Kreativität, ja, ein bisschen und natürlich eine Affinität in diese Richtung, ja. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass erstmal dann muss man diese Fähigkeit, diese Offenheit, ja, für das Thema Digitalisierung zu schaffen. Dafür braucht man wenigstens einen Kollegen, der oder die wirklich dann für das Thema oder in das Thema ein bisschen sich einarbeiten kann. Ja? Also ich entnehme deinen Worten eigentlich, dass jeder sich mal überlegen sollte, was ist für ihn der wichtigste Bereich? Und auch unter seinen Mitarbeitern schauen sollte, ob es nicht jemanden gibt, der affin ist zu einer Digitalisierung. Denn oftmals, wenn man immer denkt, ja, das können meine Mitarbeiter nicht, oftmals schlummert in den Mitarbeitern ein größeres Potenzial, als man denkt. Ja, ja, absolut. Ja. Absolut, ja. Absolut, absolut. So, das heißt, dass erstmal wirklich muss man wirklich diese Affinität schaffen, diese Offenheit und dadurch dann muss man wirklich die erste kleine Projekte definieren. Ja, das ja bei KMUs immer ein Projekt. Ja, was ist ein Projekt? Ein Thema zu finden. Ja, ja, ein Thema zu finden. Ja, das ein Thema zu finden, das wie kann ich dann ein bisschen billiger, ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller machen. Ja, ja, ja und wie gesagt, ja, dann gibt es viele billige Lösungen. Manchmal gibt es auch wirklich super billige Lösungen. Soll man wirklich nachgoogeln, ja? Also das unglaublich vieles Know-how findet man im Internet. Die Datensicherheit. Die Datensicherheit ist ja ganz sicherlich für jedes Unternehmen wichtig. Ja? Unter dem Stichwort Cyber Security und so weiter. Welche Erfahrungen oder was habt ihr denn in eurem Projekt an der Stelle gemacht? Oder wie geht ihr damit um oder welche Probleme habt ihr damit oder welchen Stellenwert spielt dieses Thema bei euch? Also bei uns die Datensicherheit, Cyber Security, das spielt wirklich eine super wichtige Rolle. Das für uns, dass wir sehen Technologieführer in unseren Branchen und wir müssen wirklich sehr, sehr sorgfältig unseren Systeme dann aufbauen und wir müssen unsere Daten wirklich dann, kann man sagen, verteidigen. Ja? Also hier, wenn wir über Datensicherheit dann reden, dann reden wir über unsere Technologie. Das schützen wir. Das schützen wir und wir haben super, super strenge Maßnahmen, super strenge Regelungen innerhalb der Gruppe. Und natürlich dann haben wir dieses Thema Cyber Security bei unseren Produkten auch. Und wir haben in der Schweiz ein Unternehmen, wir haben dieses Unternehmen schon seit ein paar Jahren eingekauft und diese Tochtergesellschaft kümmert sich um unseren Cyber Security Prozessen, ja, bei den Produkten, bei unseren Produkten. Also dann wir bieten auch
super interessante Lösungen für unseren Markt an, ja, aber auch durch unsere eigenen Lösungen schützen wir auch unsere Produkte, existierende Produkte auch, ja. Also das, was, wie ich da zusammenfassen kann, ja, eigentlich da, diese ganze Datensicherheit, Cyber Security spielt wirklich eine wesentliche Rolle und alle müssen dieses Thema wirklich als ein super wichtiges Thema betrachten, da, unabhängig von der Größe des Unternehmens, ja, das, ja. Ob das der KMU oder der große oder der Riesen, ja, das ist ja. Wirklich ein super wichtiges Thema. Ja. Jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt. Wir leben ja alle in Corona-Zeiten. Die Pandemie verfolgt uns jetzt nahezu ein Jahr. Und ich weiß ja, dass du dieses Projekt, dass Knorr-Bremse dieses Projekt vorher schon angefangen hat. Hast du eine Veränderung des Prozesses, was man so nennt, digitale Transformation erlebt? Also ist es durch die Pandemie irgendwie verändert worden? Ist es beschleunigt worden? Natürlich die Projektarbeit, da kannst du uns sicherlich was aus deinen Erfahrungen erzählen. Aber auch ist die Bedeutung durch die Pandemie für die Digitalisierung noch wichtiger geworden? Absolut. Ja, diese zwei Aspekte, was du dann gesagt hast, das ich finde super immer super interessant und super wichtig. Dann wir haben dieses Projekt letztes Jahr im Januar angefangen, ja, Anfang Januar. Und wir konnten unser Projekt bis Mitte März sehr gut steuern, weil wir konnten noch reisen, ja, zu dieser Zeit. So, das heißt, dass wir konnten hauptsächlich dann hatten wir unsere Tätigkeit in München und dort hatten wir immer Besprechungen, Workshops, ja, in München vor Ort, ja, mit den Kollegen und konnten wir wirklich uns sehr gut organisieren, konnten wir über die Themen sehr effizient reden. Ja, und dann kam diese ganze Situation mit der Pandemie und eigentlich, ich erinnere mich, dann war ich in München irgendwann am 16., 17. März und dann am gleichen Tag wurde die Grenze in Ungarn dann abgeschlossen. Ja, und auch mein Flug wurde gecancelt, ja, und musste ich einen Mietwagen irgendwie organisieren nach Ungarn zurück, ja, das war wirklich ziemlich schwierig. Und dann natürlich mussten wir unser ganzes Projektmanagement von diesem Modus auf den, kann man sagen, Pandemie-Modus dann umstellen, ja. Und dann mussten wir auch durch Teams, durch Skype, durch digitale Lösungen, ja, das Projekt dann weitermachen, dann weiter steuern. Und das war wirklich eine Herausforderung. Dann insgesamt mussten wir mehr als 300 Kollegen interviewen. Und mussten wir mehr als mit 300 Kollegen, ja, diese Workshops dann organisieren, natürlich nicht gleichzeitig, ja, aber das war schon eine Herausforderung, ja, und einerseits der Prozess wurde ein bisschen effizienter, auf der anderen Seite natürlich war das viel ineffizienter, weil natürlich konnten wir die Ideen und die gute Hinweise da zusammensammeln. Aber wenn wir neue Ideen generieren wollten oder ein bisschen kreativeren Workshops dann gestalten wollten, ja, das war wirklich schwierig. Ja, das war wirklich schwer, kreativ zu sein, ja, auf Teams oder auf Zoom, ja, das ist eine Herausforderung aus meiner Sicht. Also ja, das machen wir mehr als seit einem Jahr hier schon und ehrlich gesagt, das ich persönlich mag ich nicht, ja, dann, dass wir dann kontinuierlich nur auf Teams und auf Zoom dann arbeiten müssen. Ja, das war
ein Zeichen der Pandemie. Auf der anderen Seite, ja, der Pandemie hat auch positive Nebeneffekte aus meiner Sicht, ja, weil wirklich dann mussten wir unsere Bereitschaft, wie können wir zusammenarbeiten, wie können wir effizient durch digitale Lösungen zusammenarbeiten, dann das war eine Frage und schon existierende Tools, was wir hatten, ja, zum Beispiel dann, ich sage nur ein Beispiel hier, dann zum Beispiel diese Microsoft Lösung SharePoint oder wie heißt denn Microsoft, wo man die Files dann sharen kann, das jetzt kommt nicht über, ja, durch Cloud-Lösungen, ja, die wirklich nicht sehr intensiv genutzt haben, ja. OneDrive, Cloud-Lösung, dann, ja. Dann der SharePoint, mhm. dann File-Sharing, ja, Lösungen, ja, dann mussten wir wirklich viel, viel intensiver dann nutzen, ja. Und weil eigentlich dann kann man riesige Files nicht durch E-Mails dann tauschen, nicht mehr, ja? Dann gibt's zum Beispiel PowerPoint Slides oder gibt's anderen Files, die gleichzeitig mehrere Kollegen dann arbeiten müssen, ja, und dann vorher diese Zusammenarbeit durch diese Lösungen war nicht so intensiv bei uns, aber seit der Pandemie eigentlich hatten wir keine Wahl. Und das hat diese ganze Situation in diese positive Richtung für uns wirklich dann gepusht. Ja? Und dadurch haben wir unsere Flexibilität, unsere Stärke nicht verloren. Ja? Und das war wirklich ein super positives Zeichen. Und das kam auch aus unserer G&V auch dann sehen, ja. So, damit wird ja das Thema, was wir damit meinen, Industrie 4.0 und so weiter, das wird ja ganz konkret jetzt. Und es kommt eigentlich bei den Mitarbeitern an, was ist denn damit gemeint? Und wie du gesagt hast, euer smartes Produkt, ja, Produkte von Digitalisierung, die Menschen jeden Tag erleben, das war mein zweiter Teil. Glaubst du, dass dadurch ein größeres Verständnis der Mitarbeiter entstanden ist für die Notwendigkeit einer digitalen Transformation? Ich kann eindeutig ja sagen, absolut. Ja. Natürlich, das kommt nicht nur von selbst, ja, eigentlich dann das natürlich, das muss man daran wirklich arbeiten. Das heißt, aus meiner Sicht die Aufgabe der Führungskräfte ist wirklich, dieses Verständnis zu generieren. Zum Beispiel bei uns dann ist es so, dass wir schon diese Daten, die wirklich sammeln, dann das zeigen wir im Shopflow auch. Ja, das heißt, dass wir haben diesen riesigen Bildschirme, wo man wirklich diese Online-Daten auch dann sehen kann. Ja, natürlich nicht alle, sondern die wir dann ausgewählt haben und die relevant sind, auch für die Leute, auch für die Führungskräfte. Aber wir sehen schon viele Parameter im Werk schon online. Ja, und ohne diese digitalen Lösungen wäre das nicht schaffbar. Ja? Und ich komme noch mal auf die Unterstützungsprozesse zu sprechen. Also ihr seid ja ein Unternehmen lokal in Ungarn und wie in ganz Europa auch sehr stark im Homeoffice tätig. Also die Verwaltung, jetzt nicht in der Produktion, aber die Verwaltung. Und wie geht ihr denn da mit der Digitalisierung um? Also ich spreche mal so Sachen an wie Personalwesen. Ihr stellt ja weiter Leute ein. Wie geht der digitale Einstellungsprozess? Wie geht die Menschen zu Hause müssen auf Akten zugreifen?
Erzähl doch da noch mal ein bisschen aus dem Unternehmensalltag. Ja, also ja, natürlich, dann hier bei Knorr-Bremse, dann mussten wir unseren Weg dann dazu finden, ja. Und auch bis jetzt hatten wir viele digitale Möglichkeiten, viele digitale Lösungen, auch zum Beispiel, wie du es erwähnt hast, auch im HR-Bereich, ja. Also natürlich, das war eine Herausforderung von Anfang an, ja, wir haben ein riesen Glück, ja, mit unserem Branche, wo wir arbeiten, dass wir keine Leute entlassen mussten, sogar wir mussten noch weitere Personalaufbau leisten, ja, und dann natürlich, dann mussten wir eine gute Lösung finden, wie können wir diese Recruitment vom Markt irgendwie dann schaffen und haben wir diese digitale Online Interviews organisiert, ja, mit den Kandidaten zusammen mehrere Runden im Allgemeinen bei unseren Positionen. Das haben wir geschafft, aber letztendlich, dann, wenn wir schon uns dann fast entschieden haben, dann in Ungarn, dann haben wir auch eine Interview auch vor Ort dann organisiert. Ja, das hielten wir sehr, sehr wichtig, dass nicht nur durch ein Bildschirm dann uns kennenlernen, sondern auch vor Ort. Ja, aber das ist wahrscheinlich, wir sind alleine damit, aber das kann sein, dass es unsere Spezialität auch. Ja, also zurück auf die Digitalisierung. Also zum Beispiel bei Finanzen. Ja, dann dort schon seit mehr als 15 Jahren, dass dann arbeiten wir mit digitalen Lösungen, dann wir scannen die Rechnungen ein oder dann sofort, dann bekommen wir elektronisch die Rechnungen und dann archivieren wir elektronisch unsere Belege, ja, und auch die Buchhalter und Buchhalterinnen konnten auch von zu Hause arbeiten. Sie waren auch im Büro, ja, teilweise. Aber hier unser Vorteil war ja, dass schon ein bisschen länger unsere Ansatz war, dass wir dann uns digitalisiert haben, viele Prozesse. Aber die Pandemie natürlich, dass die ganze Dynamik dann wirklich beschleunigt. Ja, danke für diese ganz konkreten Beispiele. Das sind ja auch wieder Beispiele, wie du eben gesagt hast, ganz kleine Sachen anfangen, ja. Was man für wichtig erachtet, und das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wo man einen Fokus setzen sollte, was am meisten Kosten spart und am größten Effizienz bringt. Ich würde jetzt gerne nochmal auch das Forum eröffnen für Fragen. Und die Fragen müssen eigentlich nicht nur über den Chat gestellt werden. Wenn ich nämlich in den Chat gehe, sehe ich keine Fragen. Aber es gibt hier ja auch die Funktion bei Teams mit dem Handheben. Und wer aus dem Publikum hätte eine Frage an Andras ganz konkret? Also hier gibt es jetzt die Chance für alle, jemanden wie Andras zu befragen, der ja schon selbst Projektleiter in der Digitalisierung ist und so tief da eingestiegen ist. Deswegen wäre meine Frage an die Runde. Ich sehe im Chat nichts. Und ich sehe auch keine, also Feuer frei. Vielleicht unsere Kollegen aus dem digitalen Netzwerk, weil ich sehe, dass die auch als Teilnehmer dabei sind. Darf ich? Ja. Vielleicht. Gabriel, bitte.
eine Frage vorlesen, die uns also per Mail erreichte. Und zwar war das die Frage, inwiefern spielen Energieeffizienz und energetische Aspekte eine Rolle bei Digitalisierungsentscheidungen? Das hat Andras schon, ist ja schon an einigen Stellen drauf eingegangen, aber Andras, vielleicht möchtest du noch was ergänzen? Ja, also ja, das Thema gehört zu Optimierungsthemen. Ja. Ja. Also natürlich dann bei einem solchen industriellen Unternehmen wie Knorr Bremse, ja, der Energieverbrauch, dann spielt immer eine Rolle. Ja. Das ist schon eine große Kostenblock, ja, in unserem GMV. Und das ist ein Aspekt, was wir immer dann weiter optimieren müssen. Ja. Und wie gesagt, wie dann ihr das gesehen habt, das haben wir Produkte in diesem Bereich auch. Ja. Ja, danke schön. Weitere Fragen aus dem Publikum? Ah ja. Leslie, bitte. Hier, ich kann die Frage im Chat nicht sehen, aber vielleicht können Sie die Frage selber stellen. Ja, sehr gut. Ich muss das selber stellen. Ich habe das im Chat nicht gefunden. Ja. Meine Frage ist natürlich, die Welt geht um, es geht um den Vorsprung über die Konkurrenz. Haben Sie dann Ihr das Gefühl, dass Sie Ihren Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ausbauen konnten? Oder wie haben Sie die Konkurrenz gesehen? Machen Sie auch mit? Wie geht der Wettlauf da? Ja, das ist eine gute Frage, super gute Frage, aber ich kann das nicht hundertprozentig ja beantworten. Also ja, natürlich haben wir daran gearbeitet und wir haben ein sehr gutes Bild dazu. Und was ich dazu sagen kann, dass wir sind sehr gut, wir haben eine sehr gute Position in diesem Sinne. Also dann, ja, wir haben viele Vorteile schon jetzt dadurch, die wirklich wir dann weiter treiben wollen. Ja? Aber letztendlich, das haben wir daran gearbeitet und haben wir ein Gefühl und ein gutes Bild dazu. Super. Dankeschön. Ja. Andras ist immer bescheiden. Ja. Ja. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Nee. Nein, gibt es keine. Andras, dann würde ich dich am Ende, zum Ende dieses Gesprächs hin nochmal fragen, gibt es irgendetwas, was für dich besonders wichtig ist, was du den Kollegen, den Zuhörern hier mitgeben möchtest? Ja, was also, dir am Herzen liegt. Ja, also was auf meinem Herzen liegt, mindestens zwei Themen. Das, was ich dann erwähnt habe, ja, wenn man wirklich ein solches Projekt dann anfängt, dann muss man aus meiner Sicht wirklich sofort ein Change Management auch dann einführen irgendwie oder die Leute im Zentrum der Änderungen dann setzen. Ja, das ist ich finde, das ist sehr wichtig. Es ist Nummer zwei, dann soll man keine neue mega groß riesig Projekten anfangen, sondern muss man wirklich mit den kleinen Themen anfangen, die Erfahrungen sammeln und dann, wenn das schon so läuft, dann weitere Ideen, weitere Projekte in einem größeren Umfang dann weitermachen. Ja, das ist, ich finde es total und sehr wichtig. Ja, und Punkt drei, und das ist der letzte Punkt, aber soll man wirklich dann anfangen? Ist das Wichtigste? Soll man anfangen? Ja, danke schön, Andras. Also ich fand es super spannend und interessant, dich nicht nur als Präsident der Kammer zu erleben, sondern auch als CEO eines Unternehmens, der so viel praktische
operative Erfahrung mit sich bringt und der uns mit uns die Erfahrungen aus seinem Unternehmen teilt. Und der die jetzt auch nochmal herzlichen Dank dafür, der die so offen teilt. Ja, das ist ja nicht immer selbstverständlich bei Konzernunternehmen. Also Dankeschön dafür. Ich danke und, auch. Ja, ich würde jetzt nochmal an Gabriel weitergeben, der uns nochmal einen Ausblick angekündigt hat. Ja, vielen herzlichen Dank also an Sie beide, an euch beide für dieses aus meiner Sicht sehr interessante und spannende Gespräch. Wir sind hier auch, wie gerade von Andras Szabos gesagt hat, wir haben angefangen, diese Veranstaltungsreihe, auch wenn dann vielleicht, ist es dann auch im praktischen Leben so, wenn es dann am Anfang ein bisschen ruckelt und ein bisschen schuckelt, bis es dann wirklich läuft. Aber ich hoffe, dass sehr interessante Aspekte hier vermittelt werden konnten. Ich persönlich für mich nehme diese Dinge mit, dass es eben bei Digitalisierung, dass die im Kopf beginnt und nicht in der Hardware und nicht in der Technologie, dass man anfangen muss und vielleicht auch den Aspekt, der ganz hier im Gespräch aufkam, den Mut zu haben, kleine Schritte zu gehen und einzusteigen und nicht gleich meinen, man muss gleich die Welt retten, also um hier mit Digitalisierung zu beginnen. Aber jetzt hier gerne noch, wie angekündigt, die beiden nächsten Veranstaltungen in dieser Reihe. Wir haben, genaue Datum kommt noch, aber am 23. oder 24. Februar haben wir ein Gespräch, eigentlich genau zu einem der Themen, die jetzt gerade als konkretes Beispiel genannt wurde, nämlich mit dem Co-Founder von Abacus Accounting Technologies, also die auch haben auch eine Firma in Ungarn. Da geht es nämlich genau zu dem Thema unterstützte digitale Belegverarbeitung durch künstliche Intelligenz. Also genau eines der Beispiele, das hier gerade gemacht wird. Und diese Veranstaltung wird von unserem Partner im Netzwerk Digital, also von Advantage Austria, hier organisiert. Und am 11. März, also unsere Partnerorganisation SwissJam, macht hier also auch um 16 Uhr mit Margaret Gwidia und einer PR-Agentur, zwei charmante Damen treten da auf, etwas zu einem völlig anderen Aspekt der Digitalisierung. Da geht es nämlich um den Einsatz von digitalen Lösungen in der externen Firmenkommunikation. Ich denke, auch das ist ein spannender Aspekt. Also hier, wir haben heute sehr viel über Produkt und über Produktion und Technologie gesprochen. Aber Digitalisierung ist natürlich auch etwas, was mit der Welt außen zu tun hat. Und ich denke, auch das sind interessante und spannende Themen. Also ich hoffe, dass wir Sie da alle und vielleicht noch weitere Teilnehmer begrüßen können. Bleiben Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie. Und Informationen gibt es auf unseren Homepages. Und natürlich eben auf www.netzwerkdigital.hu. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute alle bei uns bei waren, für die Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen und bis bald und bis demnächst. Dankeschön.